Hallo, liebe Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei einer weiteren Folge Newcomer TV hier auf Rhein-Main TV, der Sendung, wo ihr in jeder Folge neue Bands aus der Region kennenlernt, ihren Sound, wo sie herkommen, was sie so antreibt in ihrem Leben. Und ich habe heute für euch vorbereitet das Konzert vom 28. April. Das war die vierte Newcomer TV-Nacht im wunderbaren Jahr 2017. Vier Bands standen auf den Line-Up und wir, also auf dem Programm, und wir beschäftigen uns mit zwei davon, nämlich mit Flirt und mit den Screwjets. Aber jetzt erstmal zur ersten Band, Flirt. Eine Band aus Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet, die sich im weitesten Sinne des Wortes mit New Grunge beschäftigt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber auch durchaus als Stoner-Band, als Progressive-Band durchgehen würden. Ich habe sie eingeladen zu einem kleinen Interview vor ihrem Konzert und fand mich in Nu umringt von krassen, gestandenen Mannsbildern. Also viel Spaß mit Flirt! Und ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich habe vorhin den Soundcheck gehört und es war einfach sehr, sehr groovy, sehr noisig, fette Gitarren, fette Bässe und eine fantastische Stimme des Sängers. Ich begrüße bei mir Flirt aus Frankfurt. Watching my world.
Reach for the sky, spread your wings and fly. Cause reach for the sky, reach for the sky. Wie hast du die Jungs kennengelernt? Im Pub irgendwo, beim Saufen? Ganz komischer Zufall. Da kannte ich mal eine von einer anderen Band und der wollte ein neues Projekt starten und kannte HJ sowohl als auch der Axel. Und er hat bei mir irgendwann angerufen und gemeint, wir wollen mal eine Jam-Session machen. Da habe ich gesagt, ja klar, können wir machen, ne? Kostet ja nichts. Und haben wir das gemacht und haben uns dann noch mal einen Monat später getroffen und alle Monate eine Zeit lang. Dann haben wir gemerkt, okay, das funkt, das ist geil. Wir wollen jetzt einen richtigen Band draus machen. You criticize me and stand in my way. Don't you know you're just wasting my time? You invaded me and left me to die. Someday you'll have your dodo pay. I said, feel me before I lose everything. I care inside of you. Inside of you. You hypnotized me, made me wanna stay. Want you to stop funking my mind. Invaded me and left me to die. Someday you'll have the pride to pay. I never thought I could find it, but now I'm in you and you take my mind. You take my mind, so bury your pride. I find a freedom burning in the sky. As you turn to dust, the storm in your mind hits me. I said, feel me before I lose everything I can inside of you. Inside of you, yeah. Burning black eye without a doubt. With the vaccine. Case it'll get it right, but the lie is yours, and now the truth comes out. I said, hit me, yeah, kick me, then kill me, show me your strength, don't touch me. I said, feel me. People, I lose everything I can inside of you. Yeah, yeah, yeah. Worum geht's in deinen Texten? Also es geht sehr oft um ganz alltägliche Lebensgeschichten, die ich zum Teil erlebt habe selber oder ich wo gesehen habe beim anderen Menschen oder Geschichten, die man auch liest. Ist alles sehr, also ich will nicht sagen schicksalsträchtig oder sowas, ja, aber es ist alles, es hat alles eine Geschichte zu erzählen irgendwo. Habe ich euch zu viel versprochen? Hammer, oder? Geiles Konzert, geile Jungs. Also, wenn ihr irgendwann mal
in den den unendlichen Weiten des Internets auf Flirt stoßt, also auf ihrer Seite, Facebook-mäßig sind die bestimmt unterwegs, dann guckt einfach mal, wo die Jungs spielen und folgt ihnen sozusagen auf den Straßen dieser Region. Eine weitere Band, die mich wirklich sehr on fire gebracht hat, sozusagen am heutigen Abend, eben am 28. April bei der vierten Newcomer TV-Nacht, war The Screwjets. The Screwjets, im Grunde genommen, ja, Alternative Punk, deutschsprachig, manchmal auch ein bisschen englischsprachig, je nachdem, wie die Jungs drauf sind, gibt es schon seit einigen Jahren und gibt es sogar auch als Unplugged-Set. Ich habe die, wie gesagt, an diesem Abend am 28. bei der vierten Newcomer TV-Nacht seit vielen Jahren mal wieder gesehen. Und es hat mich schier umgehauen, die Energie, weil es ist nicht nur dieses stronge Gitarrenspiel und der treibende Rhythmus, was die Band ausmacht. Nein, es sind auch die Texte und die sind gesellschaftskritisch, die sind politisch, aber nicht mit dem Zeigefinger, sondern humorvoll. Die Jungs kommen aus Gelnhausen, sind ja für mich so eine Art punkige Boygroup mit einem neuen Schlagzeuger, ein neues Gesicht. Viele Menschen werden sich sicherlich in ihn verlieben, aber auch der Sänger ist sehr ausdrucksstark, so wie der Rest der Band. Viel Spaß mit den Screwjets. Bei mir die Screwjets aus Gelnhausen und ich möchte hier begrüßen den Peter, den Markus, den Felix und den Nico. Hallo Jungs. Hi. Peter, du bist sozusagen Gitarrist und Sänger? So ist es. Genau, richtig. Weil wir haben ja, genau, wir müssen uns ja das Mikro teilen, so ist es halt im Rock'n'Roll. Also, und bist auch im Grunde genommen seit 2008 dabei, also, weil es gibt ja schon einen gewissen, wie sagt man, Line-Up-Wechsel in der Band, oder? Alles Urmitglieder? Nee, die einzigen beiden Urmitglieder, sage ich mal, sind Markus und ich. Wir waren erst zu dritt anfangs, dann haben wir den Felix dazu genommen als zweite Gitarre und dann ist unser alter Schlagzeuger, der Paddy, letztes Jahr ausgestiegen und dann kam der Nico zu uns. Angry Pop ist eine neue Art von Punk oder eine Neuauflage von Punk. Was ist Angry Pop?
Naja, es ist so ein Mischmasch. Und zwar, wir haben irgendwann die Erfahrung gemacht, dass wenn du ein Punkrock-Konzert spielst vor Punkern, die uns immer so, ihr seid zu melodisch, das ist alles viel zu poppig. Spielst du irgendwo, wo eher Leute sind, die auf Pop stehen, denen war das alles zu schnell und zu laut. Und ja, irgendwie haben wir dann gesagt, Angry Pop trifft es irgendwie besser. Spielen ja so im Monat? Im Monat? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Monate, da spielen wir 2-3 Konzerte. Dann gibt es auch mal eine lange Durchstrecke. Kommt immer drauf an, was man gerade machen möchte oder vorhat. Wie zum Beispiel dieses Jahr wollen wir ein Album aufnehmen. Da ist dieses Jahr nicht so viel mit Konzerten. Das heißt also, es gibt eine neue Strategie. Erstmal weniger, hast du ja gerade gesagt, weniger Live-Konzerte und Konzentration auf neues Material. Seid ihr ein demokratischer Haufen beim Demo, Komponieren oder gibt es einen Band-Hitler? Also grundsätzlich sind wir schon ein demokratischer Haufen. Die Haupt-Songwriting-Sache macht aber der Peter. Wir entwickeln meist auch was dazu, geben unsere Meinung wieder oder haben Ideen dazu und das wird dann diskutiert und umgesetzt. Tja, ihr Menschen, also wie gesagt, ich kann kaum noch an mich halten, weil ich finde es sehr, 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 sehr geil, was The Screwjets dort auf die Bühne gebracht haben.
im April bei der vierten Newcomer TV-Nacht. Und natürlich geht es weiter so, weil es waren ja vier Bands, die wir aufgezeichnet haben. Und in der nächsten Sendung seht ihr die unglaublichen Who's Mary, die gerade im Hanauer Raum, Aschaffenburger Raum, wirklich sehr, sehr, sehr große Erfolge feiern. Und die wunderbare Band aus Frankfurt, We for Rosa. Und ja, ihr könnt euch freuen auf einen tanzigen Abend, auf eine tanzige Newcomer-TV-Nacht hier auf Rhein-Main-TV. Aber bevor ich euch sozusagen in die Nacht entlasse, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass wir am 24. November wieder live zu sehen sind, live zu erfahren sind in der Musikhalle Portstraße am 24. November bei der siebten Newcomer-TV-Nacht, der letzten Newcomer-TV-Nacht in diesem Jahr. Und die Überraschung ist, wir haben die ganze Zeit im Hintergrund daran gearbeitet, wir sind per Livestream live zu erleben, zu erfahren. Das heißt, wenn ihr keine Zeit habt, weil ihr das Haus putzen müsst, was natürlich schade ist, weil wir hätten euch gerne physisch an dem Abend in der Musikhalle Portstraße bei uns. Aber wenn das nicht möglich ist oder wenn ihr im Krankenhaus liegt oder whatever, dann geht auf die Newcomer TV-Seite und da werdet ihr weiter verlinkt. Das heißt, über die Facebook-Seite oder newcomertv.com. Ihr werdet weiter verlinkt zum Stream und wir freuen uns, dass das klappt, dass wir endlich live sozusagen, also nicht nur live in einem Club, sondern einfach auch live im ganzen Universe zu erleben sind. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen für euren Support für die regionale Newcomer-Szene. Ciao, bye bye, das war euer Seppel von Virusmusik Radio und Newcomer TV für Rhein-Main TV. Tschüss, schönen Abend. Also mal ehrlich, das ist schon eine Ehre, bei der Eröffnung der großen Turmbühne zu spielen. Das hat nicht jeder. Also, ich find's super. Ah, da geht's hoch. Ich freue mich. Staub bist du gemacht und du willst Staub sein. Staub bist du.
mag deinen Körper noch zu wärmen. Du fühlst dich so einsam dort oben bei den Sternen. Trotzdem baust du weiter, Stein für Stein, oh Stein. Stop.